Suche nach Tayo auf YouTube. Was ist mit dem Typ, den Rogi mitgebracht hat? Ist er nicht seltsam? Ja, er scheint interessant zu sein. Wir können uns nicht so leicht bei Rogi entschuldigen, weil er immer so mit Windy beschäftigt ist. Was war das für ein Geräusch? Sehen wir mal nach. Okay. Windy, was ist das für eine coole Musik? Es ist Musik von der Südseeinsel, auf der ich war. Ich habe es selbst aufgenommen. Da möchte man seinen ganzen Körper bewegen. Ja, Hula, Hula. Wow, das ist großartig. Rogi, willst du es mal versuchen? Hula, 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 Hula. Wow, du bist ziemlich gut. Wirklich? Hula, Hula. Hula, 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 Hula. Was ist das denn? Es ist seltsam. Hula, Hula, schüttel dich, spring hoch. Oh ja, das macht Spaß. Ich bin so glücklich. Rogis ganz besonderer Gast. Die kleinen Busse kommen nach der Arbeit zurück zum Depot. Wir sind zurück! Hallihallo! Rogi, du musst aber früh zurück. Mhm. Ich will euch etwas zeigen. Kommt mit! Was könnte es sein? Okay, jetzt geht's los! Tada! Und? Ist das nicht cool? Ich habe das alles gesammelt. Wo hast du denn den ganzen Müll her? Das ist ja schmutzig. Das ist kein Müll. Es war schwer, das alles zu sammeln. Wartet hier. Seht mal. Ist das nicht schön? Lani, das ist ein schönes Geschenk für dich. Das stinkt. Nimm es weg. Gefällt es dir nicht? Oh, ich weiß. Ich habe sogar das hier. Und? Gefällt es euch? Wie geht's? Nimm es weg! Ist alles okay? Autsch! Rogi, warum sammelst du denn diesen ganzen Müll? Rogi, ich kann den Gestank dieses Mülls nicht ausstehen. Fahren wir. Okay. Wartet auf mich. Warum sind Sie so wütend? Am nächsten Tag kehrt Rogi nach der Arbeit zum Depot zurück. Die sind so gemein. Ich habe ewig gebraucht, um das alles zu sammeln. Wow, er ist so cool. So ein Auto habe ich noch nie gesehen. Hey, du bist echt cool. Redest du mit mir? Ja, wie heißt du? Mein Name ist Windy. Ich bin ein Wohnmobil und ich liebe es, um die Welt zu reisen. Wow, ein Wohnmobil? Das ist großartig. Mein Name ist Rogi. Haha, das ist ein toller Name. Wirklich? Ja. Windy, was ist das alles auf deinem Rücken? Oh, das sind die Sachen, die ich während meiner Weltreise gesammelt habe. Wow, ich habe auch ein paar Sachen gesammelt. Die sind alle in meinem Depot. Wirklich? Jetzt machst du mich neugierig. Willst du mit mir in meinem Depot spielen? Oh, wirklich? Ich habe gerade nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Großartig! Dann lass uns losfahren. Also gut. Juhu! Hallo! Hallöchen! Warum bist du so niedergeschlagen? Ich fühle mich schlecht wegen Rogi. Ich glaube, wir waren etwas zu hart zu ihm. Ja, den ganzen Tag fühlte ich mich seinetwegen schlecht. Ich auch. Wisst ihr was? Wir entschuldigen uns einfach bei ihm, wenn wir zurück sind. Okay. Das ist eine gute Idee. Beeilen wir uns. Okay. Ich frag mich, ob Rogi schon zurück ist. Bravo! Das ist toll! Absolut fantastisch! Wer ist das? Oh,
Oh. Oh, hallo. Was gibt's? Ist das dein Freund? Sagt hallo. Das ist Windy. Er ist ein Wohnmobil und tourt um die Welt. Jo. Hallo. Ihr müsst Rogis Freunde sein. Aber ihr seid viel gewöhnlicher, als ich dachte. Was? Hahaha, nur ein kleiner Witz. Windy wird heute bei uns übernachten. Ich habe Hannah gefragt und sie sagt, es ist okay. Was? Bravo. Das ist wirklich schön. Ja, oder? Oh, sie sind sich wirklich ähnlich. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Rogi, du hast wirklich einen tollen Geschmack. Ich bin so beeindruckt. Windy, du und ich sind uns so ähnlich. Ich möchte dir danken, dass du so nett zu mir warst, Rogi. Okay, schau genau hin. Oh? Wow! Das ist so cool! Was ist das denn? Da drin ist es ganz schön chaotisch. Sieht aus wie Rogis Garage. Wo hast du das ganze coole Zeug her? Das habe ich im Süden gesammelt. Und das ist aus dem Westen. Oh, ich war sogar auf einer Insel. Wow, du bist der coolste, Windy. Da stimme ich dir zu. Hey, Windy, ich zeige dir mal unser Busdepot. Oh, wirklich? Klingt gut. Los geht's. Der kleine Bus. Was ist mit dem Typ, den Rogi mitgebracht hat? Ist er nicht seltsam? Ja, er scheint interessant zu sein. Wir können uns nicht so leicht bei Rogi entschuldigen, weil er immer so mit Windy beschäftigt ist. Huh? Was war das für ein Geräusch? Sehen wir mal nach. Okay. Windy, was ist das für eine coole Musik? Es ist Musik von der Südseeinsel, auf der ich war. Ich habe es selbst aufgenommen. Da möchte man seinen ganzen Körper bewegen. Ja, Hula, Hula. Wow, das ist großartig. Rogi, willst du es mal versuchen? Hula, 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 Hula. Wow, du bist ziemlich gut. Wirklich? Hula, Hula. Hula, 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 Hula. Was ist das denn? Es ist seltsam. Hula! Hula! Schüttel dich! Spring hoch! Oh, ja! Das macht Spaß! Ich bin so glücklich! Rogi mag Windy bestimmt sehr. Wir waren nicht sehr nett, als wir uns über ihn lustig gemacht haben. Ich muss ihm sagen, dass es mir leid tut. Rogi! Es tut mir leid, dass ich wütend auf dich war. Ich war gemein zu dir. Oh? Rogi, schläfst du? Oh! Oh, wo ist Rogi? Ich hatte heute viel Spaß. Du und ich haben viel gemeinsam. Windy, warum willst du denn draußen schlafen und nicht in der Garage? Ja, ich sehe mir gern die Sterne an und schlafe gern unter dem Nachthimmel. Ich fühle mich so frei und friedlich, wenn ich so einschlafe. Wow! Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber du bist cool! Wo in aller Welt könnte er sein? Das sind Rogi und Windy. Ich will frei sein und die Welt bereisen, wie du! Oh, wirklich? Dann solltest du es tun. Ich kann nicht! Ich bin ein Bus! Das ist egal. Hey, willst du mit mir reisen? Was? Das ist... Wir verstehen uns doch sehr gut, findest du nicht? Das stimmt, aber... Ich reise morgen früh ab, wenn du mitkommen willst. Denk mal drüber nach. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja. Auch. Wenn Rogi wirklich mit Windy auf Reise geht. Hm.
Waschanlage. Nein, da ist er nicht. Rogi ist mit Findi auf eine Reise gegangen. Was? Warum würde er das tun? Ich habe sie gestern Abend darüber reden gehört. Kommt, suchen wir ihn. Okay. Rogi! 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 Die kleinen Busse haben Rogi in der ganzen Stadt gesucht. Rogi ist wohl wirklich mit Findi weggefahren. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es ist alles meine Schuld. Ich war nicht sehr nett zu ihm. Ich auch nicht. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es tut mir so leid, Rogi. Rogi! Was? Oh? Wo wart ihr denn alle? Ohne euch habe ich mich so gelangweilt. Also bist du nicht mit Windy weggefahren? Ich habe mich von ihm heute früh verabschiedet. Warum hast du dann deine Garage sauber gemacht? Ihr habt gesagt, es war ein Chaos und ich soll es sauber machen. Ich habe die ganze Nacht bei euch geputzt. Was? Ich dachte, du hättest uns für immer verlassen. Was ist los? Rogi, es tut mir wirklich leid. Ich war gemein zu dir, nicht wahr? Ja, mir tut es auch leid. Tut mir leid, Rogi. Schon okay. Und Rogi, vielen, vielen Dank, dass du bei uns geblieben bist. Rogi, wir sind froh, dich als Freund zu haben. Ja. Vielen Dank. Es klingt, als würdet ihr ohne mich nicht klarkommen. Was? Was für eine Erleichterung, dass Rogi nicht weggefahren ist. Die kleinen Busse werden nun noch engere Freunde. Rogi, der Detektiv. Lani kommt nach der Arbeit zurück ins Depot. Ich bin müde. Ich gehe mich waschen und ausruhen. Das fühlt sich gut an. Ich wische und putze jede Ecke. Oh nein, Lani hat die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, ich krieg Ärger, ich hab die Waschanlage kaputt gemacht. Oh, hat es jemand gesehen? Oh, da ist Lani. Lani! Das ist Tayo. Ich muss mich verstecken. Oh, Lani? Warum ist sie gerade weggefahren? Oh nein! Die Autowaschanlage ist kaputt. Wir müssen jemanden anrufen, der das repariert. Wirklich? Wie lange wird die Reparatur dauern? Vielleicht 2 Tage. Ach du meine Güte. Wer hat die Autowaschanlage kaputt gemacht? Tayo, du warst der Erste am Tatort. Hast du gesehen, wer es war? Nein, habe ich nicht. Wirklich? Oh, dann hat niemand gesehen, was passiert ist? Tayo weiß also nicht, dass ich es war. Glück gehabt. Am nächsten Morgen versammelten sich die kleinen Busse vor der Werkstatt. Es tut mir leid, dass ihr euch nicht waschen könnt. Ist schon okay. Augenblick! Rogi! Ich bin Rogi, der Detektiv. Detektiv? Die Waschanlage ist auf keinen Fall von selbst kaputt gegangen. Ich werde genau herausfinden, wer dahinter steckt. Mal sehen. Dani, was hast du gestern Abend gemacht? Ich? Tja, ich war mit Hana in der Werkstatt. Oder Hana? Gani hat recht. Okay. Und was ist mit Lani? Hast du dich gestern Abend gewaschen? Also, du hast die Autowaschanlage kaputt gemacht, oder? Nein, sie war noch in Ordnung, nachdem ich mich gewaschen hatte. Wie kannst du das beweisen? Ich. Warum kannst du nicht antworten? Stopp! Lani hat recht. Ich ging nach Lani zur Autowaschanlage und alles war in Ordnung. Tayo! Da
Dann warst du also der letzte Bus an diesem Ort, oder? Seht ihr, wie spät es ist? Ich fahr zur Arbeit. Tschüss. Ich auch. Irgendwas ist hier faul. Warum hat Tayo gelogen? Weiß er, dass ich es war? Lani? Ja? Hast du denn? Hast du die Waschanlage kaputt gemacht? Was sagst du da, Tayo? Beschuldigst du mich? Oh, nein! Ich beschuldige dich nicht! Warum vermutest du dann, dass ich es war? Es tut mir leid! Lanis Radkappe fehlt! Huh? Lani, deine Radkappe ist ja... Ach, vergiss es! Ich bin so verletzt! Ich wollte ihr nur sagen, dass ihr eine Radkappe fehlt! Hoffentlich denkt Tayo nicht, dass ich es war! Okay, folge mir. Alles klar, ich werde jetzt den Tatort untersuchen. Aber Rogi, wozu brauchst du mich? Nun, ein Detektiv wie ich braucht einen nützlichen Assistenten wie dich. Kann ich das wenigstens abwischen? Nein, um Detektiv zu sein, braucht man einen Schnurrbart. Da drin ist es aber chaotisch. Ich hab's! An diesem Chaos kann ich sehen, dass es ein großer Bus war. Big hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Wie? Was? Aber Big macht doch Lieferungen und kommt erst morgen wieder zurück. Ach wirklich? Big war es also nicht. Schuhabdrücke! Ich habe einen Hinweis gefunden, der mir helfen wird, diesen Fall zu lösen. Das sind Hannas Schuhabdrücke. Hanna hat die Autowaschanlage kaputt gemacht. Rogi, Hanna machte die Schuhabdrücke, als sie die Waschanlage reparieren wollte. Verstehe. Ich werde mir denjenigen schnappen, der dafür verantwortlich ist. Der kleine Bus. Okay, bis dann. Ich muss jetzt zurück ins Depot. Aber wie soll ich mich unschuldig verhalten? Hey, kleiner Bus. Ja? Ist dir bewusst, dass dir ein Radkap an deinem Vorderreifen fehlt? Wirklich? Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Wo habe ich sie nur verloren? Die Waschanlage ist immer noch nicht repariert. Was ist das? Es ist Lanis fehlende Radkappe. Also hat Lani die Autowaschanlage kaputt gemacht. Aber wenn sie erwischt wird, wird sich Lani schämen. Ich hab's. Ich verstecke die Radkappe. Lani! Die Waschanlage ist immer noch kaputt. Was machst du denn hier? Du solltest dich ausruhen. Ich wollte ja nur... Stehen bleiben! Was ist denn los? Nach einigen Ermittlungen habe ich herausgefunden, dass der Täter genau hier ist. Rogi, die Waschanlage wird bestimmt bald repariert. Es gibt keinen Grund herauszufinden, wer es war. Lani, versuchst du, den Täter zu beschützen? Nein, tue ich nicht. Tayo, du musst der Täter sein, denn du warst der letzte Bus hier. Also, warum hilfst du nicht allen und gestehst einfach? Was? Hey, Leute. Was macht ihr? Situ! Wir wollten uns gerade ausruhen. Okay, los geht's. Okay. Wartet auf mich. Ich schnapp dich, Tayo! Oh.
Wolltest du das hier holen? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist deine Radkappe. Ich wollte sie aus der Autowaschanlage holen, damit du keinen Ärger bekommst. Was? Tayo wusste alles. Lass uns losfahren, bevor wir erwischt werden. Oh! Komm sofort heraus! Du bist komplett umzingelt! Ergib dich und komm sofort heraus! Es ist Rogi! Was sollen wir tun? Lani, bleib hier und bewege dich nicht! Was? Tayo! Ich sag das nicht noch einmal! Oh, er kommt! Tayo? Ich wusste es! Ein Verbrecher kommt immer wieder zum Tatort zurück! Tayo, warst du es wirklich? Ja. Tayo! Dann hast du die ganze Zeit gelogen? Es tut mir leid. Tayo ist unschuldig. Es ist meine Schuld. Es ist okay, wenn die Waschanlage aus Versehen kaputt geht. Aber du hättest wirklich nicht lügen sollen, Tayo. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht Tayo. Es war alles meine Schuld. Lani? Was soll das heißen? Die Wahrheit ist... Ich verstehe. Lani, wir wollten dich nicht dafür bestrafen, dass du die Autowäsche kaputt gemacht hast. Aber du hättest nicht alle anlügen sollen, um die Wahrheit zu vertuschen. Und dasselbe gilt für dich, Tayo. Es tut uns sehr leid. Es ist aber schön zu sehen, dass ihr euch umeinander kümmert. Wir vergeben euch beiden ausnahmsweise aber nur dieses eine Mal. Lügt aber nie wieder. Danke, Hanna! Es tut mir leid. Ich werde brav sein, Hanna. Ich auch. Entschuldige, Tayo, dass ich dich in Schwierigkeiten gebracht habe. Und danke. Nicht zu danken. Und du warst dir so sicher, dass ich der Täter war, Herr Detektiv. Aber ich war so sicher, dass ich es herausgefunden hatte. Du bist ein schlechter Detektiv. Such dir einen neuen Assistenten. Lani war dankbar, dass Tayo auf sie aufgepasst hat. Und sie versprachen, nie wieder zu lügen. Rogi der Kehrer. An einem schönen Nachmittag kommt Ruby der Kehrer zum Spielplatz. Oh? Was ist denn das? Wer hat denn diesen Müll so aufgestapelt? Ich sollte das sofort aufräumen. Moment! Oh? Was machst du denn? Ich räume auf. Jemand hat hier Müll gestapelt. Das ist kein Müll. Es ist ein Schloss. Ich habe das gebaut. Was? Weißt du überhaupt, wie viel Mühe darin steckt? Wow, was soll der Lärm? Ich verstehe. Ich wusste das nicht. Aber trotzdem, es ist gefährlich, so viel Müll zu stapeln, also räume ich das besser weg. Was hast du gesagt? Müll? Was ist denn los? Er hat mein Schloss einen Haufen Müll genannt. Ich räume das nicht auf. Was? Was? Nein! Was mache ich denn bloß? Ich glaube, die Kehrmaschine ist kaputt. Wie sieht es aus, Hanna? Ich glaube, deine Kehrmaschine ist völlig kaputt. Wir müssen sie vollständig ersetzen. Wirklich? Es ist überhaupt kein Problem, die neue Ausrüstung zu bestellen. Aber die Lieferung dauert mindestens 2 Tage. 2 Tage? Wer säubert dann in der Zwischenzeit die Stadt? Du hast recht. Ich habe bestimmt noch ein paar alte Geräte im Lager. Die können wir vorerst nutzen. Das ist die Reinigungsausrüstung. Aber die sind etwas zu groß für Ruby. Im Moment haben wir nur diese zur Auswahl. Was mache ich denn bloß? Wenn ich einen Tag nicht fege, wird alles dreckig. Es ist alles wegen Ruby. Was habe ich denn gemacht? Wegen deines Müllhaufens ist die Ausrüstung von Ruby kaputt. Das stimmt. Die müssten Rogi tatsächlich perfekt passen. Mir? Okay, du bist startklar. Ach ja? Die passen gut. Du siehst toll aus, Rogi!
Rogi. Dann kann jetzt Rogi stattdessen das Kehren erledigen. Hm, okay. Ich übernehme die Reinigung. Ist das okay? Ist das nicht zu schwer? Es gibt nichts, was Rogi nicht schaffen kann. Schaut nur zu. Ich erledige das. Ja. Rubi, du kannst morgen eine Pause machen und deine Arbeit für den ganzen Tag Rogi überlassen. Oh, okay. Möchtest du morgen mit uns ein Picknick machen, Rubi? Picknick? Ja, wir fahren an die frische Luft und werden viel Spaß haben. Okay, das wird bestimmt lustig. Juhu, das klingt toll. Vielen Dank, Freunde. Also wird Rogi für einen Tag zum Feger und Rubi geht zu einem Picknick. Rogi, wach auf! Dein Reinigungsjob fängt jetzt an. Die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen. Du musst die Straßen säubern, die über Nacht dreckig geworden sind. Rubi macht das immer. Aber alle anderen schlafen noch. Na los! Viel Glück, Rogi! Okay. Ich bin so müde. Warum habe ich überhaupt zugestimmt? Rogi! Hallo, Pat! Warum bist du so früh auf? Ich übernehme heute die ganze Reinigung für Rubi. Ich verstehe. Das ist nett. Also hält Rogi heute die Stadt sauber. Habe ich das richtig verstanden? Ich? Natürlich! Also dann, viel Glück! Ich verlasse mich auf dich. Vielen Dank! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ein Feger zu sein, ist gar nicht so schlimm. Juhu! Ist es nicht schön, an die frische Luft zu kommen, Rubi? Ja, es ist so angenehm. Wir werden heute viel Spaß haben. Okay. Was ist los? Meine Güte, was mache ich denn bloß? Ich muss das sauber machen. Oh nein, ich habe hier keine Ausrüstung. Rubi, jetzt vergiss doch das Putzen und habe Spaß. Oh ja, okay. Rogi, der unbesiegbare Feger. Brumm, 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 flitz, flitz, flitz. Ich liebe diese Sauberkeit. Schließlich ist Rogi in allem gut, was er tut. Was ist das denn? Das muss ich sauber machen. Überlass die Reinigung mir! Also, das kann doch nicht wahr sein! Ich bin klitschnass! Es tut mir leid! Was? Oh nein! Warte, Chris! Hey, wo fährst du denn hin? Du musst diesen Dreck wegmachen! Ja, genau! Okay! Hey! Ups. Warum hältst du plötzlich an? Es tut mir wirklich leid! Du musst das zuerst sauber machen! Auf dem Weg! Was mache ich nur? Tayo, der kleine Bus! Diese Brise ist so erfrischend! Es ist so schön! Siehst du, bist du nicht froh, dass du mitgekommen bist? Kommt, fahrt ihr hier entlang! Okay! Da ist Staub auf der Straße. Nein, nein! Ich wollte doch heute nicht an die Arbeit denken und... Und dort? Nein! Nein! Ich habe ja sowieso keine Ausrüstung! Rubi, wo bleibst du denn? Da ist ja gar nichts. Was? Meine Güte, das ist viel zu chaotisch. Ich halte das nicht aus. Rudi! Was mache ich denn bloß? Ich mache es schlimmer. Was machst du denn? Wir haben sie so hingestellt, um sie wegzuschmeißen. Warum hast du so ein Chaos angerichtet? Es tut mir leid, ich wollte hier sauber machen. Du hast es gut gemeint, aber letztendlich hast du es noch unordentlicher gemacht. Ich werde es wieder einsammeln, okay? Es tut mir wirklich leid. Was mache ich denn bloß? Ich denke, das solltest du uns überlassen. Okay. Rubi, alles in Ordnung?
Ja, ihr hattet recht. Ich hätte ohne Ausrüstung nicht putzen sollen. Reg dich nicht auf. Lass uns an einen schöneren Ort fahren. Einen schöneren Ort? Nach diesem Spielplatz bin ich endlich mit dem Saubermachen fertig. Was hast du denn an? Sag bloß nicht, dass du versuchst aufzuräumen. Ja, das tue ich. Und ich habe viel zu tun, also könnt ihr nicht woanders spielen? Gut, okay. Es ist anstrengend. Rogi, der Kehrer. Das passt gar nicht zu ihm. Stimmt. Übrigens, Speed, willst du was Tolles sehen? Ja, was denn? Ich bin fertig mit dem Kehren. Es ist sehr schön und sauber. Sieh mal. Was machen die denn? Hurra! Wow! Das ist großartig! Ich weiß. Hey, du! Was? Was machst du denn? Ich habe hier gerade alles sauber gemacht. Oh ja, du warst auf Reinigungsdienst. Ich hab's vergessen. Entschuldigung, wir fahren lieber. Los geht's. Haltet sofort an! Es ist fürchterlich. Ich muss alles noch einmal sauber machen. Ruby muss so hart gearbeitet haben. Wow. Das ist wunderschön. Stimmt doch, oder? Ärgere dich nicht und genieße einfach das Picknick. Okay. Kani, fang mich, wenn du kannst. Halt sofort an. Blütenblätter. Oh nein. Es tut mir leid, diese Blütenblätter kleben an meinen Reifen. Oh, keine Sorge. Aber Ruby, findest du diese Blütenblätter etwas schmutzig? Ja, ein bisschen. Aber schau doch mal. Ja, es macht Spaß. Die Blütenblätter fühlen sich vielleicht etwas schmutzig an. Aber glaubst du nicht, dass sie eine schöne Erinnerung sein können? Das ist kein Müll. Es ist ein Schloss. Ich habe das gebaut. Rogi. Ich bin wieder da. Rogi. Gute Arbeit heute, Rogi. Mhm. Wir sind zu Hause. Ihr seid zurück. Willkommen zurück. Hallo. Du bist ganz staubig und schmutzig, Rogi. Es muss sehr anstrengend gewesen sein. Nein, überhaupt nicht. Es hat Spaß gemacht. Ach, wirklich? Willst du es dann morgen wieder tun? Nein! Oh nein, nein! Rogi, das von gestern tut mir leid. Es war dir wichtig und ich nannte es Müll und sagte dir, du sollst es loswerden. Das ist schon okay. Eigentlich habe ich heute bei der Arbeit etwas gemerkt. Ich verstehe endlich, wie hart du gearbeitet hast. Rogi. Tada! Seht mal! Die neue Reinigungsausrüstung ist schon da. Wow! Wir können morgen zu unserer ursprünglichen Arbeit zurückkehren und Gas geben. Okay! Das ist spitze! Heute war ich ja so müde! Du hast doch gesagt, dass du Spaß hattest! Heute haben sich Rogi und Ruby gut verstanden. Es ist schön, sich gegenseitig zu helfen.